herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute geht's wieder um Modden. Ja, wir erstellen heute unser eigenes Rezept für den Ofen. Das geht eigentlich genauso einfach wie für den Crafting Table. Nur, dass wir halt nur einen Satz schreiben müssen. Also für uns einfacher. So, wir nehmen wieder eine neue Zeile. Machen einen Kommentar und schreiben jetzt Ofenrezepte. So, das ist eigentlich jetzt voll einfach, wie das geht. So, wir schreiben jetzt modloader.addSmelting. Jetzt habe ich selber vergessen, wie es ging. Ja, wartet eben kurz. Ich muss nur mal kurz nachschauen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe es geguckt. Ich schreibe jetzt einfach das, was ihr schmelzen wollt, also Platin, Erz. Und jetzt schreibt ihr Punkt Block ID. Falls ihr ein Item einschmelzen wollt, schreibt ihr Ingot Platin Punkt Shifted Index. Groß- und Kleinschreibung beachten. So, aber ich nehme jetzt halt den Block wieder. So, dann schreibt ihr Klammer zu, glaube ich, war das. So. New Item Stack, Klammer auf, Ingot, Platin. Also was da halt rauskommen soll. So, und hier glaube ich nicht das hier, sondern einfach nur ein Komma. Jupp. Also so irgendwie halt ins Schmelzrezept. Modloader.addSmelting. Dann in den Klammern schreiben wir PlatinErz.BlockID. Beim Item schreiben wir .ShiftedIndex. Komma New Item Stack. Dann wieder Klammer auf. Dann was wir als Resultat haben wollen, also als Endprodukt. Jetzt in dem Sinne Ingot Platin. Dann Klammer zu, weil wir zweimal Klammer aufgemacht haben. Und Semikolon. Das machen wir überall, das Semikolon. An jedem Ende vom Programmieren. Also am jeden Satz sozusagen. Hier sehen wir bei dem Rezept, was wir gemacht haben, hier haben wir ein Semikolon, nicht hier oder so. Das ist halt, da der Befehl erst hier endet. Also immer wenn ein Befehl endet, ein Semikolon. Ja, dann können wir es eigentlich wieder austesten. Dazu gehen wir auf Play. Das Video wird, glaube ich, nicht so lang sein. Wir haben gerade 3 Minuten durch. Höchstens 5 Minuten jetzt noch. 2 Minuten also. Viel gibt es hier nicht zu sagen. So, wir nehmen uns einfach einen Ofen jetzt. Hier. So. Nicht Crafting Table, Ofen. Packen hier mal Holz rein, unten. Und jetzt, da wir hier Platinerz geschrieben haben, Punkt Block ID, tun wir Platinerz rein. Wir sehen, es verbrennt. Und als Endresultat haben wir Platinbarren, also Ingot Platin. Das haben wir eingestellt, indem wir hier Ingot Platin reingeschrieben haben. Also nochmal Endresultat und was wir reintun. Ja, das war's wieder zum Video. Abonnieren, kommentieren, Daumen runter, falls es euch nicht so gut gefallen hat. Oder Daumen hoch, falls es euch gut gefallen hat. Falls ihr Fragen habt, einfach melden. Ich beantworte für euch die Fragen. Ja, empfehlt uns weiter und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss.